Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Testhelden. Heute soll es um das Thema Bundeswehr-Grundausbildung gehen. Und rund um das Thema Bundeswehr-Grundausbildung gibt es ja im Internet eine Menge Gerüchte und auch Mythen. Und ich möchte mit diesem Video einfach mal ein bisschen aufklären und so ein bisschen die Fakten zusammentragen, was die Grundausbildung bei der Bundeswehr eigentlich wirklich ist und womit ihr da rechnen müsst. Ganz kurz noch ein paar Worte zu mir. Ich bin der Chris vom Testhelden-Team und wir bereiten jedes Jahr tausende Bewerber erfolgreich auf ihre Einstellungstests und ihre Auswahlverfahren vor. Das heißt, wenn du jetzt gerade vielleicht ganz am Anfang deiner Bundeswehrkarriere stehst und vorhast, dich bei der Bundeswehr zu bewerben, da kannst du dir sehr gern unser Trainingspaket mal anschauen. Dort findest du dann tausende Aufgaben mit Lösungswegen und Tipps und Tricks. Du findest Videokurse, du kannst dich mit anderen Bewerbern austauschen und kannst dich eben auf diese Art und Weise perfekt auf deinen Einstellungstest vorbereiten. Wir können ja vielleicht auch sogar ganz kurz mal reinschauen, was euch für Fragen da eigentlich erwarten im Bundeswehreinstellungstest. Übrigens, alles, was ich hier sage, findet ihr auch nochmal zusammengefasst in einem Blogbeitrag. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt dann auch alles, was ich hier sage, nochmal in Ruhe nachlesen. Ja, was erwarten jetzt euch für Fragen im Bundeswehreinstellungstest? Ich kann ja einfach mal hier das kleine Quiz starten. Das könnt ihr dann gerne auch selbst ausprobieren. Das ist kostenlos, ihr müsst euch nicht anmelden und könnt einfach mal euer Wissen überprüfen. Und typische Fragen, die euch erwarten, sind eben zum Beispiel Fragen zu den Dienstgraden. Hier eine Frage, welche Dienstgrade existieren nicht? Der Leutnant zur See, die Mannschafter, die Jäger oder die Bodentruppen? Wenn ihr da jetzt noch nicht die richtige Antwort wisst, dann könnt ihr euch unten auch einen kleinen Tipp anzeigen lassen. Der Tipp lautet jetzt, eine dieser Bezeichnungen ist eher umgangssprachlich. Könnte man jetzt überlegen, was ist denn hier eine umgangssprachliche Bezeichnung? Das sind die Bodentruppen und entsprechend existiert der Dienstgrad der Bodentruppen nicht. Eine Frage zum Wahlrecht in Deutschland, klingt ein bisschen untypisch, wird aber tatsächlich im Bundeswehreinstellungstest regelmäßig abgeprüft. Einfach so ein bisschen politisches Fachwissen und Fachwissen rund um die Demokratie. Hier jetzt eine Frage zu den Wahlen. Wahlen in Deutschland müssen immer Punkt, Punkt, Punkt sein. Und ich kann jetzt hier mehrere Antworten wählen. Naja, Wahlen müssen auf jeden Fall frei sein, geheim, das dürfte auch klar sein, unmittelbar und allgemein. Hier sind also alle Antworten richtig. Welches Gewehr wird in der Bundeswehr üblicherweise verwendet? MP3, Milan, G36 oder die P8. Die P8 ist, soweit ich weiß, eine Pistole. Dementsprechend kann es hier eigentlich nur das berühmte G36 sein. Hier haben wir jetzt eine Frage aus dem Bereich Wortanalogien. Und da werden euch verschiedene Wörter gegeben und ihr müsst herausfinden, in welchem Zusammenhang die Wörter stehen und den Zusammenhang auf ein anderes Wort übertragen. Also hier zum Beispiel sind die Wörter Metall, Feilen und Holz und ein gesuchtes Wort gegeben. Metall feilen, also man kann Metall abarbeiten oder abtragen, indem man es feilt. Dementsprechend müsste man Holz abtragen können, indem man es hobelt. Hier muss also die Antwort hobeln richtig sein. Hier ist so eine Frage aus dem Bereich logisches Denken. Hier geht es darum, dass ihr herausfinden sollt, in welche Richtung sich hier die Zahnräder drehen. Also hier beginnt das mit einer Bewegung im Uhrzeigersinn. Ihr müsst dann eben hier genau gucken, wie wird diese Bewegung übertragen und dann angeben, welche Bewegung am Ende im gesuchten Zahnrad passieren würde. Gehen wir noch ein bisschen weiter, dass ihr noch ein bisschen seht, was euch noch so erwarten könnte. Hier eine Frage zum Dreisatz. Bei einem Spiel dauern 5 Runden 60 Sekunden. Wie lange dauern also 7 Runden? Müsstet ihr also ausrechnen. Hier eine Frage aus dem Bereich Matrizen, auch immer sehr beliebt. Hier müsst ihr also verschiedene Bilder euch angucken und versuchen, den logischen Zusammenhang hinter den Bildern zu entdecken. Und dementsprechend ist hier auch immer ein Feld frei und ihr müsst dann eben rausfinden, welches dieser Felder hier passend hier eingesetzt werden kann. Die Matrizen sind auch teilweise sehr, sehr schwierig, deshalb lohnt sich da wirklich auch intensiv, sich darauf vorzubereiten. So, was haben wir hier noch? Eine weitere Frage zur Laufbahn, eine Frage zu den Wahljahren oder besser gesagt die Perioden, wie oft die Bundestagswahlen stattfinden, alle 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre oder nach Bedarf. Und hier wäre zum Beispiel die Antwort 4 Jahre richtig. Ich kriege dann auch eine kleine Auswertung, die kann ich mir dann nochmal ausführlich per E-Mail zuschicken lassen. Das könnt ihr euch, wie gesagt, sehr gern alles in Ruhe anschauen. Wir springen jetzt aber tatsächlich mal in das Thema Grundausbildung
Und vielleicht fragt ihr euch erstmal, warum so eine Grundausbildung überhaupt gemacht wird. Also in der Grundausbildung geht es darum, dass ihr wirklich nochmal geistig, aber auch körperlich geschult werdet, um alle Fähigkeiten zu haben und alles Wissen zu haben, was ihr später als Soldat benötigt. Bei geistigen Fähigkeiten geht es zum Beispiel darum, dass man eure charakterliche Stärke ein bisschen trainieren möchte, vielleicht auch euer Teamgefühl oder Kameradschaftsgefühl. Das sind so sozusagen Eigenschaften, die euch da vermittelt werden. Und körperliche Sachen, die ihr da lernt, sind natürlich Kraft, Ausdauer, Belastbarkeit, Umgang mit Stress und all solche Sachen. Das Ziel so einer Grundausbildung bei der Bundeswehr ist erstmal ein gemeinsamer Standard. Das bedeutet, dass es ja in der Bundeswehr sehr, sehr verschiedene Laufbahnen gibt. Jeder macht da irgendwie eine andere Spezialisierung. Und es geht halt darum, dass es einen gemeinsamen Standard gibt, also Leute ein gemeinsames Grundwissen haben, eine gemeinsame Basis, so eine Grundausbildung eben, um als Soldat arbeiten zu können. Und das, was man dann bekommt, sozusagen den Stempel, den man dann erhält, ist die allgemein militärische Grundbefähigung. Also alles, was ihr grundsätzlich für die Arbeit als Soldat braucht. Ja, wie läuft die Grundausbildung der Bundeswehr ab? Die Bundeswehr-Grundausbildung teilt sich auf 450 Stunden in 14 Aufgabengebieten. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass jede Woche sozusagen ein neues Aufgabengebiet behandelt wird. Und generell kann man sagen, dass die gesamte Zeit, egal mit welchem Thema ihr euch beschäftigt, sehr, sehr lernintensiv ist. Also ihr werdet wenig schlafen, viel pauken, viel arbeiten und einfach wirklich auch an die Grenzen eurer Kräfte gehen. Die Grundausbildung beginnt auch tatsächlich schon direkt mit dem Dienstantritt. Beim Dienstantritt werden dann zum Beispiel noch die Daten erhoben, die man von dir benötigt. Dir wird aber auch zum Beispiel eine Stube und ein Zug zugeteilt. Du wirst also in dem Moment sozusagen eine Zuteilung erfahren, mit welchen Leuten du die nächsten Wochen und Monate verbringen wirst. Außerdem kriegst du so ein paar Gesetzestexte mitgegeben, also kriegst du das Grundgesetz, du kriegst das Soldatengesetz und auch das Wehrpflichtgesetz zum Lesen mit, um einfach dich schon mal theoretisch mit den Grundlagen, also mit den Rechten und Pflichten als Soldat zu beschäftigen. Und dann geht es in den ersten Wochen direkt weiter. Du bekommst also dann deine Uniform und deine Ausrüstung sowie deinen Truppenausweis und startest natürlich auch erstmal im niedrigsten Dienstgrad. Klar, du bist ganz neu bei der Bundeswehr und dementsprechend beginnst du also nicht schon als Leutnant, sondern du beginnst eben als Matrose, als Flieger oder als Schütze, je nachdem, in welcher Laufbahn du bist. Man kann auch sagen, dass in den ersten Wochen auch wirklich die Theorie deutlich im Vordergrund steht. Wie schon gesagt, es geht also um Rechte und Pflichten als Soldat. Tendenziell kann man sagen, dass gerade nach der letzten Reform sozusagen der Anteil an praktischen Übungen und an sportlichen Übungen deutlich zugenommen hat. Früher war so also die Ausbildung noch theoretischer, das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Trotzdem kann man sagen, dass die ersten Wochen so ein bisschen für die Theorie reserviert sind. Ja, was erwartet euch dann ganz genau? Eine Sache, die ihr zum Beispiel üben werdet, ist der Formaldienst. Und der sogenannte Formaldienst, da geht es also darum, dass ihr sozusagen die Umgangsformen oder die Auftretensweisen eines Soldaten nochmal selbst lernt. Da geht es also zum Beispiel darum, dass ihr geschlossen als Truppe auftretet, dass du sicher auftrittst und dass du noch natürlich auch deutlich und klar auf Befehle auf die richtige Art und Weise reagieren kannst. Man lernt also da wirklich so ein paar ganz grundsätzliche Übungen eines Soldaten, also zum Beispiel die Grundstellung, den militärischen Gruß, das Antreten oder auch das Wegtreten. Und es geht einfach es geht darum, dass diese Befehle wirklich bei euch dann im Schlaf sitzen. Das heißt, wenn euch jemand 3 Uhr nachts wecken sollte und sagt Wegtreten, dann weißt du also sofort Bescheid, was du zu machen hast. Was man außerdem lernt, sind Formationsänderungen, die Meldung, also sozusagen das Status durchgeben eines Soldaten an die nächsthöhere Führungsebene und natürlich auch das Marschieren oder der Marsch. Und was man so ein bisschen wahrscheinlich als Gerücht auch kennt, oder vielleicht habt ihr auch schon die ein oder andere Doku zum Thema Grundausbildung bei der Bundeswehr gesehen, sind so die typischen Sachen wie Bett richtig machen oder Stube aufräumen. Und auch das wird also im Rahmen des Formaldienstes auf jeden Fall gemacht. Da geht es nicht darum, weil man denkt, dass man euch das nicht zutrauen kann oder man will euch damit auch nicht nerven oder ärgern, sondern das ist einfach eine Frage von Disziplin und genau deshalb wird das auch gemacht. Schauen wir mal noch ein bisschen mehr in die Theorie. Und in der Theorie erwarten euch zwei große Bereiche.
einerseits die Truppenkunde und andererseits die politische Bildung. Bei der Truppenkunde geht es stärker um die Bundeswehr selbst. Da lernt ihr also sowas wie zum Beispiel, was ist der Auftrag der Bundeswehr? Welche Rolle hat denn so eine Bundeswehr im Staat? Was bedeutet es überhaupt, Angestellter des Staates zu sein und im Staatdienst zu dienen? All das sind Fragen, die ihr in der Truppenkunde lernt und diskutiert. Außerdem lernst du hier nochmal ganz genau die gesetzlichen Grundlagen deiner Arbeit als Soldat kennen. Und der andere, zweite große Teil der Theorie, das ist die politische Bildung. Und da geht es also darum, dass du zum Beispiel Bescheid weißt, was sind denn aktuell die politischen Konflikte, was sind vielleicht auch die Hintergründe von internationaler Politik, was passiert da, welche Gründe gibt es dafür, welche Auswirkungen gibt es, aber auch solche Fragen wie, wo wird die Bundeswehr aktuell eingesetzt? Was macht die Bundeswehr in den bestimmten Ländern? Warum verlässt die Bundeswehr andere Länder und so weiter? Das sind alles Fragen, die im Bereich der politischen Bildung ja mit euch gemeinsam behandelt werden. Theorie ist dann irgendwann erledigt, aber was immer wieder auf euch zukommt, ist der sogenannte Basis-Fitness-Test. Und das ganze Thema Sport und Fitness, das zieht sich logischerweise wie so ein roter Faden durch die gesamte Grundausbildung. Es geht jetzt nicht nur darum, dass du beim Basis-Fitness-Test nochmal zeigen musst, was du drauf hast. Das hast du ja im Einstellungstest schon gemacht. Also wenn du in der Grundausbildung bist, weiß die Bundeswehr eigentlich schon, dass du körperlich fit bist. Aber es geht eher darum, dass du dein Mindestmaß nicht unterbietest, sondern dich ständig weiterentwickelst. Und genau deshalb wird auch der Basis-Fitness-Test nicht einmal absolviert, sondern einmal am Anfang und einmal am Ende deiner Grundausbildung, also tatsächlich zweimal. Später im Dienst bei der Bundeswehr musst du den Basis-Fitness-Test dann regelmäßig wiederholen. Normalerweise einmal jährlich wird er dann nochmal gemacht. Und damit wird einfach sichergestellt, dass du körperlich dich ständig weiterentwickelst. Der Ablauf des BFT, den haben wir euch hier nochmal ganz genau zusammengetragen. Ich will das so ein bisschen überfliegen, weil ihr euch da nochmal selbst in Ruhe reinlesen könnt, wenn ihr das möchtet. Aber ganz kurz gesagt, es gibt den 11x10 Meter Sprinttest. Das ist also ein Sprinttest. Da startest du im Bauchlager, also du liegst, dann rennst du rüber zu einem Pylon, also zum kleinen Pfeiler. Den musst du dann umlaufen, rennst also zurück und dann legst du dich wieder hin. Und das Ganze wird 5,5 Runden wiederholt, also 11-mal wiederholt. Deshalb heißt er auch 11x10 Sprinttest und dann ist die Sache erledigt. Und das Ganze passiert natürlich auch unter Zeitdruck. Für diese 5,5 Runden hast du eine Maximalzeit von 60 Sekunden. Eine zweite Übung im Basis-Fitness-Test ist der Klimmhang. Da geht es also nicht darum, Klimmzüge so viele wie möglich zu machen, sondern du musst den Klimmzug ausführen, sozusagen in die Endposition gehen. Das ist ja beim Klimmzug dann die Position, wo du mit deinen Handbeinen relativ nah am Kopf bist. Und diese Position musst du dann halten. Das Minimum ist da 5 Sekunden, das wirst du aber mit Sicherheit schon längst überbieten, wenn du deinen Einstellungstest erfolgreich gemeistert hast. Und dann gibt es noch den 1000-Meter-Lauf, das ist also eine ganz klassische Ausdauerübung und dort hast du eine maximale Zeit von 390 Sekunden. Wie schon gesagt, ich sage es trotzdem nochmal, weil die Frage immer wieder kommt, wie oft muss dieser Basis-Fitness-Test also gemacht werden? Einmal am Anfang der Grundausbildung, einmal am Ende der Grundausbildung und dann immer noch mal einmal jährlich. Außerdem gibt es noch einen Schwimmtest, den du absolvieren musst. Der ist normalerweise aber nicht Teil des BFT. Und wie ich auch schon vorhin so ein bisschen angedeutet habe, gab es im Mai 2019 noch mal eine Umstrukturierung für das Training im Heer. Und das hat eben noch mal dazu geführt, dass der Anteil von Sport deutlich angehoben wurde und gerade in den ersten Wochen jetzt mehr stattfindet, als es früher war, wo es halt tatsächlich fast nur Theorie war. Für euch bestimmt auch interessant ist die Lehre vom Schuss bzw. die Schießausbildung. Das ist wenig überraschend, da geht es jetzt also darum, dass du den Umgang mit einer Waffe lernen kannst. Du wirst also einerseits am G36 und an der P8-Pistole ausgebildet, musst aber natürlich auch die technischen Eigenschaften so einer Waffe lernen. Außerdem schwingt auch immer so ein bisschen mit, wann du diese Waffe tatsächlich dann auch verwenden darfst und wann nicht. Erste Hilfe und Sanitätsdienst, auch ein total wichtiges Thema. Klar, es ist ein gefährlicher Beruf, es können immer wieder Dinge passieren und du musst eben auf Notsituationen vorbereitet sein und wissen, wie du dich in so einer Notsituation richtig verhältst.
Das heißt, es geht hier um Selbst- und Kameradenhilfe. Du lernst also, wie kann ich mir selbst, ja, wie kann ich bei mir selbst Erste Hilfe leisten, wie kann ich mich versorgen, aber auch eben, wie kann ich meine Kameraden unterstützen. Genau gesagt ist die Erste Hilfe so ein bisschen erweitert. Das ist also nicht die Erste Hilfe, die ihr jetzt beispielsweise, wenn ihr euren Führerschein macht oder so, erlernen werdet, sondern da geht es jetzt wirklich auch um spezielle Themen, sowas wie Versorgung von Schusswunden oder auch das Legen von Schienen bei Knochenbrüchen. Und das Ganze wird auch in realitätsnahen Szenarien durchgeführt. Da geht es nicht darum, dass man irgendwie für euch möglichst viel Theater machen möchte, sondern es geht natürlich darum, dass ihr unter realistischen Bedingungen lernen könnt. Ich sag mal, brutal dargestellte oder blutige Szenerie ist natürlich auch gewissermaßen belastend für euch. Aber genau diese Belastung und genau dieser Stress soll also auch ja, geübt werden, damit ihr eben unter Stress und unter Belastung solche Sachen wie den Sanitätsdienst und die Erste Hilfe immer noch erfolgreich durchführen könnt. Weiter geht es dann mit der allgemeinen Wachausbildung. Da geht es darum, dass man zum Beispiel lernt, wie man Personen und Fahrzeuge richtig anhalten kann, wie man Fahrzeuge und Personen durchsuchen kann oder auch zum Beispiel, wie man Personen richtig festhalten kann. Wenn ihr die allgemeine Wachausbildung erfolgreich besteht, dann erhaltet ihr auch so eine kleine Zuerkennung. Die nennt sich dann Sicherungs- und Wachsoldat der Streitkräfte. Die Geländetage, da habe ich euch hier so ein schönes kleines Naturbild mit dazu getan. Die Geländetage sind natürlich kein gemütlicher Trip ins Grüne, sondern es sind sehr, sehr anspruchsvolle Übungen direkt im Feld. Da lernt ihr also tatsächlich die Grundlagen des Gefechtsdienstes. Da werdet ihr also umgehen müssen mit einer Waffe. Ihr lernt, wie ihr euch in der Natur orientieren könnt und lernt auch solche Sachen wie zum Beispiel optische Tarnungen oder auch Täuschungen. Das Ganze findet tatsächlich auch unter sehr belastenden und strengen Bedingungen statt. Das heißt, ihr müsst tatsächlich unter Zeitdruck Lager errichten, Feuer machen, Mahlzeiten kochen und Stellungen graben oder auch zum Beispiel auch in der Nacht schießen. Was wichtig ist in den Geländetagen oder was durch die Geländetage neben den Fähigkeiten vermittelt werden soll, ist natürlich auch das Thema der Kameradschaft. Du wirst also in den Geländetagen bewusst vor sehr, sehr schwierige Aufgaben gestellt, die du nicht alleine lösen kannst, sondern du brauchst die Unterstützung deiner Kameraden und du musst deine Kameraden unterstützen. Und da soll es darum gehen, dass du ja so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl und Truppengefühl entwickeln kannst und dass am Ende sozusagen die gesamte Kameradschaft diese Grundausbildung auch wirklich bestehen kann. Ihr werdet in eurem Team oder in eurem Trupp natürlich verschiedene Leute haben mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Und es geht nicht darum, dass jeder alleine diese Sachen schaffen kann, sondern es geht darum, dass ihr gemeinsam als Kameradschaft diese Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Ganze wird euch auch mit Sicherheit zusammenschweißen. Man hört das immer wieder, dass in der Grundausbildung und gerade in den Geländetagen wirklich auch Freundschaften fürs Leben entstehen. Das heißt, es ist eine wichtige, aber mit Sicherheit auch sehr, sehr wertvolle Zeit. Ja, und wenn das dann alles geschafft ist, ist der ganze Spuk nach 90 Tagen auch schon wieder vorbei. Dann folgt nur noch das feierliche Gelöbnis und die Rekrutenbesichtigung. Und beim feierlichen Gelöbnis geht es darum, dass du dich nochmal öffentlich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzt und dich zu dieser bekennst. Außerdem kannst du da nochmal deine gelernten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das findet dann im Rahmen der Rekrutenbesichtigung statt. Da werden also nochmal so Vorführungen gemacht. Es kann auch nochmal eine größere Geländeübung geben. Es geht also da am Abschluss nochmal darum, dass du nochmal zeigst, was du gelernt hast. Und hier noch eine kleine Frage, die immer wieder gestellt wird: Kann man durch die Grundausbildung der Bundeswehr fallen? Ja, das ist tatsächlich so. Man muss wirklich einige Teile der Grundausbildung immer bestehen. Und nur wenn du diese Teile bestehst, dann kannst du auch wirklich erfolgreich deine Grundausbildung abschließen. Das ist in der Regel allerdings nicht so problematisch, wie es jetzt gerade klingt. Denn wenn du zum Beispiel krank bist und wichtige Teile verpasst hast, dann kannst du die einzelnen Teile auch immer wieder nachholen. Das kann also dann in den letzten Wochen der Grundausbildung geschehen, dass du sozusagen ein paar Übungen hinten nochmal hinten dran quetschst. Oder du kannst alternativ das Ganze auch im nächsten Quartal erneut durchführen. Okay, was kann man also jetzt zusammenfassend zur Grundausbildung bei der Bundeswehr sagen? Die Bundeswehr-Grundausbildung ist anspruchsvoll, aber du wirst da auch extrem viel in diesen 3 Monaten lernen. Vor allem wirst du wahrscheinlich merken, dass du körperlich fitter bist als jemals und du wirst das Konzept der Kameradschaft tief verstanden und verinnerlicht haben.
Die Grundausbildung ist also wirklich der Grundstein für deinen ganzen Weg bei der Bundeswehr. Deshalb lohnt es sich auch wirklich engagiert und mit viel Energie an dieser Grundausbildung teilzunehmen. Eine Wahl hast du am Ende ja eh nicht. Okay, ich hoffe, das Video war für euch nützlich. Ich wünsche euch ganz viel Freude auch nochmal beim Entdecken des Artikels und auch nochmal beim Spielen der Prüfungsfragen. Wenn ihr weitere Fragen haben solltet, dann könnt ihr euch sehr gern bei uns immer melden. Wir sind zum Beispiel per E-Mail, per WhatsApp oder per Discord immer für euch erreichbar. Falls ihr auch noch Videoideen haben solltet, könnt ihr die auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Die schauen wir uns dann an und wenn es ein passendes Thema ist, dann machen wir auch dazu ein passendes Video. Okay, das war's für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und bis bald.